Moin Mädels! Moin Jungs! Herzlich willkommen zum allerersten Mal Dark Souls mit Kalle! Bis alle. Clap in den Chat oder so. Folgendes: Wir sehen es alle den ganzen Tag. Überall Dark Souls hier, überall Dark Souls da. Ich bin nur am Sterben und die Leute rasten aus. Ja, auf jeden Fall werde ich mir die Scheiße jetzt geben. Das ist so ein bisschen wie damals bei Visage, gerade vom Feeling für mich. Das erste Mal ein Horror-Game. Und für mich ist das jetzt auch der absolute Horror. Ich werde weinen wahrscheinlich, ich werde schreien, ich werde Leute beleidigen wahrscheinlich. Ich habe natürlich hier noch einen Controller-Noob. Offiziell ist das Spiel scheinbar 2012 rausgekommen. Da war ich 22. Hat mich nicht interessiert, die Scheiße. Also, das erste Mal Dark Souls mit Calico Scheiße rein in den Lachs. Wird ja nicht so schwer sein. Klasse. Oh weia, es gibt Klassen. Ich habe mich ja natürlich auch nicht informiert, ne? Bettler. Okay, scheiß drauf, dann nehmen wir Bettler. So, Gabe. Okay. Keine Anzeichen einer Gabe. Elixier des weißen Pfades heilt jegliche Verletzung. Das ist tatsächlich was, wo ich mich schon direkt sehen würde. Öffnet alle normalen Schlösser für Diebe eine Grundausrüstung. Ey, was ist denn Dark Souls für ein Spiel? Ich dachte, Dark Souls ist einfach nur, ich kloppe auf 500 Milliarden Leute ein und am Ende gewinne ich ein paar Seelen, mit denen ich mein Equipment verbessern kann. Ist da was hinter? Ist da richtig was hinter? Ich lasse mich natürlich gerne beeinflussen, ihr ja auch, weil das ist ja auch mein Job. Ich denke, wir nehmen jetzt mal diesen Generalschlüssel mit. Also so will ich ja mal aussehen, aber so sehe ich, glaube ich, gerade aus. Tinder-Profil wird instant nach links geswiped, wenn man das sieht, oder? Ich meine ja nur. So, das sind wir. Ich würde sagen, wir starten. Green the First ist Sonnenlicht und seine treuen Ritter. Cool. Okay, scheiß drauf. Ich würde es jetzt skippen. Geht nicht. Cooles Spiel. Ja, mit der Stärke des Fürsten fordern wir die Drachen heraus. Muss ich auch gegen Drachen kämpfen? Ja, okay. Ich würde das gerne. Ah, guck mal hier. Yes, indeed. Aha, da sind sie doch, die Stimmen. The dark sign brands the undead. Ja. This, ah, da sind wir. Is your fate. Eine Ecke. Wir haben ganz schön was abbekommen, ne? Alter, wie sehen wir denn aus? Wir haben nichts gegessen. Hunger, ne? Und jetzt essen wir die Seelen. Und wer ist er? Moin. Viel Erfolg. Hä? Achso, das sind immer so Hinweise. Aha. Das ist Blocken. Ja, B ist Angriff. Und ich habe jetzt 20 Seelen. Geil. Geile Family. Das ist ein Zero Death Run. Stellt euch mal vor, ich würde nie sterben. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Ah! Nee. Ey, Assi. Kann ich nochmal ans Lagerfeuer? Jetzt dich ans Lagerfeuer. Sing das Lager. Stellt euch mal vor, ich würde nie sterben. Okay. Aber was ist jetzt? Jetzt nimm doch mal deine Keule aus meinem Gesicht. Ich versuche doch hier gerade das Spiel zu verstehen. Ey! Ah! Einmal auf mich drauf. Ich fall direkt um. Ich habe meine Seelen verloren. Ach, was? Ah! Ich bin mal hier durch. Hier ist nirgendwo was drin. Habt ihr gesehen, wie ich ausgewichen bin? Ohne hingucken. Ich mach dem keinen Schaden. Oder treffe ich ihn einfach nicht? Ich hab dem vier Schaden. Ey, das ist nicht normal. Das ist hier nicht normal. Warte mal. Da ist die Tür! Ich soll gar nicht weggehen. Ey, ich soll gar nicht kämpfen. So. Ich soll gar nicht. So, und jetzt kann ich hier das Schild vorhalten. Komm her. Stopp. Du bleibst jetzt hier. Scheiße. Ah! So. Alter, ich hab den voll getrieben. Ich mach halt Zero Damage. Wieso mache ich keinen Schaden? Habe ich eine Waffe vergessen? Es dauert jetzt kurz. Da ist eine Keule. Die ist wahrscheinlich auch gegen Skelette. Habe ich von Diablo 2 gelernt. Stumpfe Waffen sind gegen Skelette besser, ne? Zählt sowas hier? Durch Nebelschreiben. Heißt das, ich komme nicht mehr zurück? So, und jetzt gehe ich wieder zu ihm zurück und hau ihm aus dem Maul, oder was? Kann ich auch schon hochgehen. Ich muss gar nicht gehen. Ah! Ah, das ist Heilung. Das ist Heilung, ne? Da drücke ich jetzt drauf und dann sauf ich ein. Mir dann scheiße. Oh, ich kann ihn angreifen! Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn einfach getötet. Oh! Das hat ja nicht wehgetan. Angst, mal durch den Nebel zu gehen.
Ah, okay. Und da unten ist der. Und da wartet ja schon auf mich. Toll. Der hat mich da runtergeholt! Und rein. Und er? Ah! Und er ist raus! Scheiße! Der macht einen Double Slam! Scheiße! Ja! First try! Fast ein bisschen. Only in the ancient legends it is stated. Ich hab halt einen Stringtanger an, ne? One day an undead shall be chosen. Okay, ciao. Aufsteigen. Oh. Oh mein Gott, das kostet ja mein Leben. Oh mein Gott, das ist ja ass teuer. Ich mach's so. So und so. So mach ich. Na, wobei. Au! Oh. Aber mit einem kräftigen Schlag haben wir ihn aus dem Jenseits, ins Jenseits. Wofür? Da hat irgendjemand was auch nach mir geworfen. Weh, du. Ey! Au! Ah, scheiße, die machen Ackermensch mit mir. Ich hab dran. Ah! So, jetzt erstmal einen Drippen hier. Ich lauf hier einfach mal lang. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Verlorener Untoter. Kann ich den jetzt verbrennen? Ins Feuer. Stand der Untot. Scheiße. Ah! Oh, das ist ein Hund. Okay, es ist, glaube ich, eher eine Ratte. Ich könnte aufsteigen, weil ich habe eine Bier getrunken. Also in meinem Fall, ihr seht ja, ich sterbe häufiger. Es ist ja wahrscheinlich schlau, bei jeder Gelegenheit diese Seelen auszugeben, damit die gar nicht erst verloren gehen. Oh, der ist ganz schön schnell. Ey, Blutverlust! Blutverlust! Hä? Was denn jetzt? Was war das denn? Ah, Mama, Mama, Mia! Blutverlust! Alter, das ist nicht sein Ernie. Ah, ich war blö. Das hat die gar nicht gejuckt. Alter, Blutverlust! Alter, die zerschnitzeln mein Leben einfach nur. Nein! So und so und. Was du kleine Misse. Ey! Hello there. Jo, wo kommt der denn her, gejietet? Ah! Verreck doch! Mann! Blutverlust! Ich weiß langsam nicht mehr, was schlimmer ist. Dark Souls oder Katzenbilder. Das ist schon ein Endboss für mich hier, die beiden. Ja, Lende! Ja, im Sprung. Und nochmal. Ja! Ich hab's. Ah, schade. Das kann nicht wahr sein! Das kann nicht wahr sein! Wir haben uns gegenseitig. Maximale Hitrange. Kalle Kuschinskis Dark Souls Tutorial. Maximale Hitrange ausnutzen. Dann gibt's auch kein Problem. Dann fresst er kein Damage. So, hier einen kleinen Hit. Zack, abgenommen. Rein. So, der fällt runter und stirbt. Der ist tot. So, läuft. Ah! Der macht eine Rolle. Okay, den haben wir. Der war easy. Der ist viel einfacher als der mit dem Schild. Okay. Wollen wir ein andermal wiederkommen? Der ist schnell und groß. Der ist schnell und groß. Nein! Von hinten! Es ist ein spannender Kampf. So, Fall um. Ja, Flügelspeer. Wie einfach die sind, ne? Stell dir mal vor, du stirbst so 11 Mal an diesen scheiß Skeletten. Scheiße. Scheiße. Laufen. Ja, aber wir haben es langsam raus, Freunde. Wieso, da klepp ich die um. Zack. So. Wir steigen erstmal auf. Wir brauchen ein bisschen mehr Vitality. Ein Morgenstern! Guten Morgen, Stern! So, dann teleportiere mich mal zurück. Jetzt dich ans Lagerfeuer, sing das Lagerfeuerlied. Oh. Hat keiner gesehen. Und dann hau ich dich gleichzeitig aufs Maul. So spielt man als Profi, damit ihr das jetzt auch mal gesehen habt. Und so. Scheiße! Ich lebe. Also mit Brandbomben. Also ich weiß gar nicht, warum ich so Dark Souls gespielt habe, bin ich ehrlich. Das ist eigentlich ja voll das coole Game. Ah, ja, ja. So. Hey, wieso reicht das nicht?
Hä? Geht das nicht? Okay! Da war ein Drache! So, na, Fernkämpfer sind so unfair, Digga. Hä? Wieso kommen die denn wieder? Was ist das denn? Da macht man einmal ein bisschen Feuer und dann kommen schon wieder die Leute wieder, oder was? Weg mit dir. So, den haben wir. Ah, scheiße. Ah! So. Hä? I don't rally. Da unten! Also, hier gibt's viel zu entdecken in dem Game, wie ich sehe. Aber hier gibt's so viele Wege. Oh. Habt ihr's gesehen? Moves gezogen. Scheiße! Habt ihr's gesehen? Stellt euch mal vor, ich würde nie sterben.